Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung. Und gestern ist das Snapshot 18b15a herausgekommen. Und dieser Snapshot beinhaltet mal wieder einige Neuerungen und Änderungen. Und die würde ich euch jetzt einmal vorstellen. Als erstes könnt ihr vielleicht schon hier sehen, dass Wasser eine neue Textur bekommen. Das ist ein bisschen hellblauer jetzt geworden. Also vorher war es irgendwie richtig blau. Ja. Aber jetzt ist irgendwie so. Ja, man riecht ja so richtig durchsichtiges Blau, so ungefähr, ja. Man kann richtig schön durchgucken. Das auf jeden Fall zu der neuen Wassertextur. Sorry, übrigens, wenn es leckt, ne, also. Ich habe noch Probleme eigentlich mit, unbedingt als jetzt aufnehmen, weil es halt ein Snapshot ist und muss halt, ne. Ist jetzt die Pflicht von mir, dass ich jetzt aufnehmen muss. So, ja, sorry, wenn es leckt. Ne. Und, ja. Beim Schwimmen wurde was geändert, und zwar kann man jetzt durch einen Block, durch einen Block Loch fliegen. Also man zum Beispiel einfach jetzt hier so ein so 3x3 macht und in der Mitte einfach frei lässt, dann kann man da durchschwimmen. Das wurde jetzt geändert. Also ein bisschen wie bei der Lytra. Kann man auch so durch ein Loch fliegen. Ein Block Loch. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Neuerungen tatsächlich. Und zwar, womit fangen wir mal an? Als erstes war das wenigste interessante, und zwar wurde jetzt eine Biomblend-Distanz-Video-Option hinzugefügt. Also bei den Video-Settings, ja, kann man jetzt hier unten auswählen, Biomblend 5x5. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ich mache mal einfach hier off. Guck, ob man es benutzt, keine Ahnung. Weiß nicht ganz genau, was jetzt sein soll. Ne, aber auf jeden Fall kann man das irgendwie umstellen, keine Ahnung. Und ja, dann als nächstes gibt es zwei neue Items, und zwar mal das Heart of the Sea und ein Nautilus Shell. Ja, das sind zwei neue Items. Das Heart of the Sea kann man im Moment noch nicht im Survival Mode bekommen. Und dieser Nautilus Shell kann durch Fischen geangelt werden. Die beiden Items sehen jetzt so aus. Das ist einmal die Nautilus Shell. Ja, also so eine Schnecke oder so, keine Ahnung. Und dann noch so ein Heart of the Shell, das ist irgendwie so eine blaue Kugel. Und ja, das kann jetzt tatsächlich weitergecraftet werden, und zwar zu einem neuen Block, und zwar das Condoid, oder wie man es immer das ausspricht. Das hätten wir jetzt hier oben, Condoid. Und wir machen folgendes. Da kann man was machen, und zwar das ist folgendes, wenn man zum Beispiel jetzt Prismarine mal hier ransetzt, also Prismarine, sieht man hier Prismarine, dann ich glaube die Prismarine Bricks und Seelaternen gehen, wenn man das jetzt einmal hier so drum setzt, also so irgendwie Schildkröte, dann sollte das eventuell einen Effekt geben. Rounded. Wo muss man das ins Wasser platzieren? Das kann auch sein. Mal gucken, ich setze mal ins Wasser. So. Ah. Ich weiß nicht genau, wie man das machen muss. Vielleicht so. Oder? Oh. Ach, gerade geleckt. Eigentlich sollte es irgendwie so einen Effekt geben, keine Ahnung. Wann genau? Was dann kommt, denn ein Ding hier? Mal gucken. Also irgendwie. Also, ich hätte immer, wenn man irgendwie Prismarine, Prismarine Bricks oder Slatern da rum platziert, dann gibt es jetzt einen, so einen Effekt. Und zwar mit einem Condoid Power Status Effekt. Also Condoid Power. Und das stoppt halt die Luftblasen, dass sie halt weggehen. Also unendlich Luft, unter Wasser, Vision, ja, und Mining Speed, ja. Und, ja, keine Ahnung, aber irgendwie funktioniert irgendwie nicht so ganz. Keine Ahnung warum. Ja. Und ich habe gerade wieder geleckt. Ah, sorry. Gut, dann gibt es noch einen weiteren Block, und zwar das blaue Eis. Und
Da spawnt jetzt tatsächlich bei Eisbergen. Und also es wurden jetzt auch Eisberge hinzugefügt, die in kalten, also im Frozen, also nicht im kalten, sondern richtig im Frozen Ozeanen spawnen. Ich habe schon mal geguckt, irgendwie beim Iglo mal, irgendwie, ob es irgendwie so einen Ozean gibt. Ja, Ice Plains, aber ich habe leider keinen Ozean gefunden. Also habe ich mal gerne so einen Iglo, nicht Iglo, sondern Eisberg gezeigt. Aber vielleicht können wir selber so einen Eisberg suchen. Und das besteht einfach, der Eisberg steht aus allen Eissorten. Also aus diesem Eis hier, aus dem Bergeis und halt diesem neuen blauen Eis, das so aussieht. Und auf diesem blauen Eis, da ist es auch so, dass man auch heftiger rutscht. Auch so eine kleine Bahn hier. Ja, und dann rutscht man ein bisschen mehr. Ja, was ich mir erkennen kann. Aber mal so auf jeden Fall ein bisschen heftiger drauf wollte. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, aber ich glaube schon. Naja, dann würde ich sagen, kommen wir zu der letzten Neuerung. Und zwar wurden jetzt Delfine hinzugefügt. Und die spawnen in allen Ozeanen außer in Frozen. Ja, also Dolphin. Das ist ein richtig schönes Spawn Egg, Spawn Dolphin. Und das sieht so aus. Duff, 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 duff. Spawnt nicht. Jetzt, ha, ist gegangen. Bisschen gegangen. Sieht so aus. Und wenn man so ein Item liegt, dann reagieren die auch da drauf. Dann spielen die mit dem Item. Auf jeden Fall sehr interessant. Und auf jeden Fall ziemlich lustig tatsächlich auch aus. Na? Ja, lecker auch ein bisschen. Das Spiel selber. Auf jeden Fall sind neutrale Mobs. Also wie ein Wölfe und ein Pigman. Und wenn ein angegriffen wird, dann greifen die in Gruppen an. Das kann gefüttert werden, wenn man Raw Cod nimmt. Aber man kann die nicht breeden. Und die sterben halt, wenn man die an Land setzt. Das einfach zu den Delfinen. Das sind so die Features. Und ja, das ist der Delfin. Sind, denke ich, auf jeden Fall sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, wäre es gewesen von dieser Snapshot-Vorstellung. Sorry, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen geleckt hat. Ne, aber ich kann nicht so viel mehr machen. Ja, ich weiß auch nicht, seit letzte Woche Donnerstag ist einfach. Nee, letzte Woche Freitag ist aber so gewesen. Donnerstag hat es noch so funktioniert. Heute nicht mehr. Also, letzte Woche Donnerstag hat noch ein bisschen ganz normal funktioniert. Letzte Woche Freitag dann nicht mehr aus irgendeinem Grund. Ist auch nicht. Irgendwas ist da passiert. Keine Ahnung. Wir müssen mal tun. Na, auf jeden Fall sorry. Ich kann halt nicht so viel machen. Den Moment auch sehr wenig Videos. Also nicht wundern. Gut, dann würde ich sagen, wäre das gewesen mit der Snapshot-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ab und nicht vergessen. Und tschüss.